Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Sig Sauer eine super coole Kombination im Sinne von William Shakespeare. Romeo und Julia. Anders als bei William Shakespeare ist es hier so, dass diese Kombination zusammen funktioniert und nicht dem Tod geweiht ist. Warum stellen wir euch das vor und auch warum stellen wir euch das in dieser Kombination vor? Sig Sauer hat hier ein Paket geschnürt, beziehungsweise ihr könnt euch ein Paket schnüren, das kann man durch Einzelne auch erwerben, was gerade im sportlichen Bereich, im dynamischen Bereich sehr, sehr interessant ist. Wer BDS schießt, der wird das wissen. Wenn ihr mit einer Vergrößerung schießt, mit einem Rotpunktvisier, dürft ihr bis vierfach gehen. Die meisten Magnifier haben dreifach und das nächste, was dann kommt, ist wieder fünffach. Das heißt, mit einem fünffach Magnifier dürftet ihr nicht andrehen. Und vierfach Magnifier könnt ihr selber mal Google anschmeißen. Da gibt es wirklich nur eine ganz, ganz kleine Anzahl. Von daher ist hier der Juliet von Sig Sauer eine sehr, sehr gute Alternative, gerade fürs sportliche Schießen. Fangen wir auch mal mit dem Magnifier an. Den Juliet gibt es einmal als vierfach, wie hier verbaut, und natürlich auch einmal als sechsfach. Ihr habt mit dabei hier gleich eine Montage mit Schnellspannung. Optisch ist er sehr klar. Man hat jetzt, ja, vom Augenabstand her würde ich sagen, ist er ein bisschen geringer als jetzt ein Aimpoint oder ein Holosun oder ein Vortex. Da muss man schon relativ dicht dran. Wenn man mit der Nase am Charging Handle schießt, ist es aber kein Problem. Das funktioniert sehr gut. Man hat noch eine Dioptrienverstellung, falls das notwendig ist. Und ansonsten im Zubehör ist auch wirklich reichlich vorhanden, was ihr noch so anbauen könntet. Also sprich, auch für die Leute, die einen Schutz wollen, sind Schutzkappen mit dabei. In jeglicher Variante vorne, hinten. Ihr habt Riser mit dabei. Das finde ich auch nochmal eine ganz coole Geschichte. Wenn ihr gerade bei der AR-15-Plattform Co-Witness, Absolute Co-Witness oder Lower Third schießt, sollte ja auch immer dann entsprechend die Optik und anpassbar sein. Und meistens bleiben die Magnifier dann auf der Strecke. Hier bei Sig Sauer ist es nicht der Fall. Da sind verschiedene hohe Platten mit dabei, um dann entsprechend auch die Höhen zur Optik anzupassen. Vom Widerstand her habt ihr hier keine Technik dahinter, sondern einfach einen Druckwiderstand. Der funktioniert sehr, sehr gut. Also das heißt, man kann hier wirklich schön den Magnifier zur Seite flippen und man kann ihn auch ohne eine Technik wieder zurückflippen. Er bleibt auch hier in Position. Also den kriegt man nicht ohne weiteres wieder zurückgeklappt, also stabile Basis. Die Optiken von Sig Sauer gibt es auch in verschiedenen, also die Romeo-Visiere gibt es auch in verschiedenen Varianten. Hier auch wieder ein typisches Mikrovisier, wie wir sie von vielen anderen Herstellern auch kennen. Auch hier wieder, genau wie beim Magnifier, habt ihr einen sehr, sehr großen Lieferumfang mit dabei. Also einen sehr, sehr großen Lieferumfang generell. Neben der Anleitung ist hier ein Killflash mit dabei, ein Bikini-Cover, nochmal Fixe-Lens-Cover, wenn ihr die draufschrauben wollt, mit dabei. Auch wieder verschieden hohe Platten und eine flache Basis und hier eine hohe Basis. Was uns hier leider nicht so gefällt, ist, dass bei der hohen Basis nur so eine große Schraube hier gesetzt worden ist, kein Schnellspanner, die auch relativ weit raussteht, aber das ganze Ding ist Aimpoint-kompatibel, also Aimpoint-Plattform-kompatibel, das heißt, ihr könnt auch jederzeit hier eine wunderschöne Scalaworks drunter setzen und dann seid ihr good to go. Von der Technik her ist bei dem Sig 4T eine Besonderheit gegenüber den anderen Modellen der Romeo-Reihe. Hier habt ihr nämlich vier verstellbare Absehen. Also vier ist schon relativ viel, habe ich jetzt so in dem Umfang oder in dem Maße auch noch nicht gesehen. Ihr habt einmal natürlich ganz klar einen Circle mit 65 MOA und einen Punkt mit 2 MOA. Dann könnt ihr nochmal umschalten, dass ihr den Punkt alleine habt. Und wenn der Punkt alleine ist, könnt ihr da nochmal drunter schalten, einen BDC absehen. Und das ist natürlich gerade interessant hier mit dem Magnifier. BDC, Bullet Drop Kompensator, also Flugkompensator, um das auszugleichen, wenn ihr auf weitere Distanzen schießt, dann braucht ihr nicht groß rumzustellen, sondern dann nehmt ihr einfach die Haltepunkte unten drunter. Die sind vorgegeben für 223 und 308. Könnt ihr euch dann auch nochmal auf der Seite im Detail angucken und in unserem Blog werden wir auch nochmal ein paar Features dazu niederschreiben. Weiterhin ist da auch Solar mit verbaut, damit ihr auch eine hohe Batterielebenszeit habt.
Der Sensor, der hier die Helligkeit regelt mit dem Solar, der funktioniert auch hell und dunkel relativ gut. Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, hier in der Helligkeit zu regulieren, 12 Stufen. Einmal 10 Stufen Tageslicht, 2 Stufen für die Nachtsicht. Im Vergleich zu anderen Optiken in dieser Größenkategorie ist der SICK Romeo 4T wasserdicht bis 20 Meter, hat eine Schussfestigkeit bis 810 G nach Mil-Spec. Das ist sehr ordentlich. Wir können das jetzt hier aktuell leider nicht prüfen. Ist irgendwie kein Wasser hier und die 223 ist vom Bums her auch eher gemächlich. Zusammengefasst kann man sagen, auch von SICK gibt es eine Lösung hier für eure AR-Plattform. Gerade auch wenn ihr mit einer SICK AR arbeitet und sagt, ich will dann alles von derselben Firma haben, alles im selben Haus haben, habt ihr die Waffe und die Optiken auch von SICK. Und gerade wenn ihr sportlich schießt und sagt, ich will das Maximum rausholen bei der BDS-Disziplin mit Rotpunktvisier und will auf vierfach gehen, ist das hier eine der wenigen Möglichkeiten, mit dem Gillette Magnifier zu arbeiten. Weiterhin, wie gesagt, mit dem Romeo 4T habt ihr die Möglichkeit, mit dem Bullet Drop Kompensator zu arbeiten und da auch dann weitere Schüsse zu realisieren. Die Optiken von SICK bekommt ihr überall dort zu kaufen, wo SICK Sauer Optiken verkauft werden. Wenn ihr noch Fragen zu den Produkten habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.